Und wer ist das? Willkommen in meinem zauberhaften Zauberladen. Was hast du denn? Du hast auch nicht viel bessere Dinge. Narkose. 1000 Goldmünzen. Sehe ich aus, als wäre ich reich? Nee, ich bin nicht reich. Ich wollte halt einfach eben Zauber einfach haben, damit ich kein nicht umsonst MP habe. Nein, erst mache ich noch heilen. Oder beleben. Dann halt sichern. Fick dich. Okay, dann geht's weiter. Ja, mit dem haben wir schon gesprochen. Geh ich mal. Kostet jetzt schlafen was? Für 10 Gold? Ja. Es könnte sein, dass du in der Nacht von einem Erdbeben wachgerüttelt wirst. Nö. Willst du etwas über die Kapselmonster erfahren? Ja, die Kapselmonster sind freundliche Wesen, die dir im Kampf helfen. Geil! Es gibt freundliche Monster, das ist ja mal geil. 7 Kapselmonster kannst du während deiner Reise finden. Hier in den Wäldern soll sich das Kapselmonster Fumi befinden. Das Kapselmonster ist nicht einfach zu finden. Der Wunderwald, Fumis Heimat, befindet sich im Norden, zwischen Lunaria und Tarika. Aha, zwischen Lunaria und Tarika. Okay, merke ich mir. Shop. Oh mein Gott, wer ist das? Ich kann dir von Geheimnissen der Schlacht erzählen. Über ZP. Ja, ZP! ZP sind die Zornpunkte, die man benötigt, um die Kräfte des Zorns zu beschwören. Tatsache. Wirst du von einem Gegner getroffen, steigt deine Wut. Dies wird in ZP angezeigt. Manche Waffen und Rüstungen verfügen über Kräfte des Zorns. Die ZP aktivieren die Kräfte. Das Kampfmesser und der Minirock verfügen über eine ZP-Attacke. Um gegen die Gegner zu bestehen, solltest du die ZP-Attacken deiner Gegenstände kennen. Schau dir also immer die Beschreibungen der ZP-Attacken genau an. Deine Ausrüstung solltest du nach den ZP-Attacken wählen, um den Gegner Paroli bieten zu können. Was ist Paroli? Je besser die ZP-Attacke, desto einfacher wirst du es gegen die Gegner haben. Wenn du einkaufen gehst, dann platziere den Cursor auf einen Gegenstand und drücke X, um eine kurze Beschreibung zu erhalten. Verfügt der Gegenstand über eine Kraft des Zorns, kannst du das Steuerkreuz nach rechts drücken. Du erhältst dann eine Beschreibung der ZP-Attacke. Ein guter Kämpfer kennt seine Waffen und deren Fähigkeiten. Okay. Hallo, was willst du? Nicht im Ernst, ich hab mir... Na super, ich habe mir den Degen umsonst gekauft. Für den gleichen Wert kann ich den, glaube ich, nicht wieder verkaufen, oder? Obstmesser? Hä? Obstmesser? Ja, ich wollte jetzt eigentlich den Degen verkaufen. Um ehrlich zu sein. Fick dich! Zu 40... Zu 48! Ja, nee. Peitsche? Das ist eine Peitsche. Also, ich weiß, was eine Peitsche ist, aber bring mir die. Ja, okay, ich spare dann für den Dolch. Rüstung. Minirock. Wow. Minirock bringt mir nichts. Hä? Er gibt so einen Sinn. Okay. Ja, das ist jetzt langsam mal. Okay. Lederweste könnte ich mir. Wow! 4 Goldmünzen zu wenig. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ist so klar. Wer ist das? Mein Großvater behauptet, dass ein großer, böser Fisch die Erdbeben verursacht. Mein Großvater ist sehr schlau. Der alte Mann spinnt. Er sagt, ein großer Fisch würde die Erdbeben auslösen. So ein Quatsch. Ich glaube, die Erdbeben werden von einem Riesen ausgelöst. Der Riese ist wütend, stampft auf den Boden und die Erde bebt. Klingt doch logisch, oder? Naja. In der Seehöhle ist ein Fisch, der die Erdbeben verursacht. Keiner will mir das glauben. Du Lügner, dein Sohn glaubt dir das. Oder der Onkel? Was ist dein Onkel? Weiß ich gerade gar nicht. Gucken. Mein... Achso, Großvater. Ja, okay. Also Opa. Hier rein? Was ist das? Hey Chris, ich wusste nicht, dass du in Tarika bist. Tja, jetzt weißt du's. Hier gibt es guten Tee. Tee ist gut für die Gesundheit und verleiht neue Kräfte. Neue Kräfte sind gut.
Hallo, was wünschst du? Ah, hier kann ich was kaufen. Wow. Ist ja ganz was Neues. Apfelsaft, 1000 Goldmünzen. What the hell? Ich bezahle doch keine 1000 Goldmünzen für einen Trank. Für einen Lebenswiederauffrischtrank. What the hell? Sind die bescheuert? Hä? Kannst du eh nur einmal benutzen, bringt's nicht. Ach so, ja. Das weiß ich jetzt schon inzwischen. Ja, ist gut. Da, was ist hier? Gehen! Oder... Oh, entschuldige. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr geschlafen. Diese Erdbeben. Jeden Tag. Das kann einen ganz schön schlauchen. Gehen. Ich bin so müde. Muss mich kurz hinlegen. Okay, weil ich jetzt mit ihm gesprochen habe, legt er sich hin. Okay. Doofer Mann. Wusstest du, dass ein großer Fisch die Erdbeben verursacht? Ey, hallo. Als wenn keiner dir glauben würde. Nein, niemals. Kein einziger Mensch. Nein. Nur das halbe Dorf. Im Norden ist die Seehöhle. Dort soll ein großer Fisch leben. Der alte Mann erzählt den Kindern, dass der große Fisch in der Seehöhle die Erdbeben verursacht. Die Kinder fangen an, ihm seine Märchen zu glauben. Okay. Tatsächlich. Das halbe Dorf. Zwei Leute glauben es ihm nicht und zwei Leute glauben es ihm. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Was auch immer. Okay. Ich gehe mal in die Kirche. Denn dort kann man das Spiel sichern. So. Dann würde ich vorschlagen, das nächste, was ich tun werde, ist mal so ein bisschen leveln. Ja. Ich level dann ein bisschen offscreen. Und dann sieht man sich das nächste Mal mit einem besseren Level und mehr Goldmünzen wieder. Bis dahin. Ich bin Mania Chris und das ist Let's Play. Können wir auch gleich mal nachgucken, ob ich mich da. Ja, Let's Play Lufia 2. Auf Wiedersehen.